Vielen Dank, Herr Präsident. Und ich will vielleicht zu den Bemerkungen des Vorredners nur eines sagen. Es gibt sicherlich viele gute Gründe, die Wohnungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung zu kritisieren, aber sicher nicht dafür, dass sie den Kommunen finanzielle Unterstützung gewährt hat, um Menschen auf der Flucht menschenwürdig unterzubringen. Und zweitens hat der Redebeitrag wieder einmal gezeigt, dass es eine Fraktion hier im Hessischen Landtag gibt auf der rechten Seite, von der Mieterinnen und Mieter überhaupt nichts politisch erwarten können, die sogar in ihrem Programm zur Landtagswahl noch gegen Mieterinnen und Mieter hetzt. Und mit jeder Debatte im Hessischen Landtag machen Sie das noch einmal deutlicher, und das spricht für sich. Gegen ein Gesetz mit einem Förderziel, das, und ich zitiere, sagt in § 1 und Artikel 1, Schaffung und Modernisierung von dauerhaftem bezahlbarem Wohnraum und von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinden und Landkreisen, kann eigentlich niemand etwas haben, außer natürlich einer Rechtsaußenfraktion. Ja, sogar die FDP konnte sich bei ihrer sonstigen Skepsis gegenüber der öffentlichen Förderung von bezahlbarem Wohnraum ja fast schon ein bisschen für diesen Gesetzentwurf erwärmen. Und es ist natürlich völlig richtig, wenn das Land die Kommunen bei der Schaffung und Modernisierung von dauerhaft bezahlbarem Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete unterstützt. Beides sind notwendige, sinnvolle Maßnahmen, und es ist die Aufgabe des Landes, die Kommunen hier auch stärker zu unterstützen. Allerdings muss man natürlich auch einen Blick auf die gesamte Politik der schwarz-grünen Landesregierung im Bereich der Wohnungspolitik schauen. Und da war eigentlich genau erwartbar, was heute passiert ist. In dem Moment, als die Kollegin Förster-Heldmann ans Mikrofon trat und noch einmal lobpreiste, wie viel sagenhaftes Geld denn diese Landesregierung zur Verfügung stellen würde. Wir kennen ihr Mantra, unzählige Förderprogramme, beispiellose Fördermittel und insgesamt und überhaupt ja eh nur eine ganz großartige Wohnungspolitik der Landesregierung. Allerdings, wir haben hier eine Menge Erfahrung jetzt mit dieser Selbstbeweicherung der schwarz-grünen Landesregierung, das immer wiederkehrende Muster. Das ist ja nicht nur in der Wohnungspolitik so. Das dramatische Problem ist nur, es unterscheidet sich fundamental von der Wahrnehmung der Menschen, die im Lande Hessen, insbesondere im Ballungsraum, in den großen Städten und in den mittleren Städten, auf der dringenden Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind. Für die sieht nämlich die Realität ganz, ganz anders aus, als die schwarz-grüne Landesregierung hier in ihren Sonntagsreden darstellt. Und da hat die Kollegin Barth doch völlig recht. Es sind mittlerweile fast 7 Jahre, in denen die CDU und die Grünen die Verantwortung für die Wohnungspolitik in diesem Land tragen. Die CDU natürlich noch länger, die Grünen seit fast 7 Jahren. Und in dieser Zeit ist eigentlich nicht viel passiert, um die Situation der Mieterinnen und Mieter grundlegend zu verbessern. Im Gegenteil, Sie reden hier immer wieder das Loblied auf die Player und auf die Investoren, die man doch auch stark unterstützen müsste, während die Mieterinnen und Mieter allzu oft nicht von ihren wohlklingenden Ankündigungen profitieren. Und weil das eben so ist, muss man auch bei diesem Gesetzentwurf genauer hinschauen. Es reicht nicht immer nur auf Rekordfördersummen zu verweisen, und deswegen schauen wir uns die Zahlen an. Die Aufstockung der Mittel, die Verdoppelung um 257 Millionen, das klingt nach viel, das ist auch gut. Nur Sie müssen schon dazu sagen, dass sich auch die Laufzeit des Programms bis 2030 verlängert, und dann sieht man schon, dass die Aufstockung der Mittel, wenn gleichzeitig die Jahre, in denen man sie abrufen kann, sich deutlich verlängern, nicht ganz so der große Wurf ist, wie Sie das hier darstellen. Also, es ist gut, wenn es Veränderungen gibt und auch, dass es mehr Zuschüsse gibt, aber spannend ist auch, was denn am Ende eigentlich dabei herauskommt. Und die Zahlen, die hat die Kollegin Barth ja schon genannt. Wir hatten noch 1990 200.000 Sozialwohnungen. Es waren Ende 2018 noch 80.000. Und wie viele es denn heute sind, ja, darauf warten wir dann noch auf die Antwort auf unsere kleine Anfrage zur sozialen Wohnraumförderung. Deren Beantwortung dauert mittlerweile fast 5 Monate. Ach ja, heute kam kurzfristig die Antwort auf Teil 2 unserer Anfrage. Dort wurde noch einmal angekündigt, dass bis 2024 weitere 8.000 Wohnungen
aus der Sozialbindung fallen. Und ich glaube, das zeigt, wie groß die Probleme sind, die da anzupacken sind, und dass man da auch mit so kleinteiligen Maßnahmen nicht wirklich vorankommt. Wir haben einen Wohnraumförderbericht, der alle drei Jahre eigentlich vorgelegt werden soll. Den haben wir seit 2016 nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und ich finde, beides, die Beantwortung unserer Kleinen Anfrage wie auch das Fehlen des Wohnraumförderberichts, zeigt, wie wenig Respekt Schwarz-Grün der Arbeit des Parlaments da zeitigt. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Herr Kasseckert hat es selber gesagt, die Mittel werden überhaupt nicht abgerufen. Und insofern wird sich zeigen, ob mit dieser Gesetzesänderung denn tatsächlich Ihre großspurig verkündeten Ziele erreicht werden. Wir werden das weiter sehr kritisch begleiten. Vielen Dank.